Sam! 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 Ach komm, hey! Sam! Die Schlüsselstelle an der schwarzen Wand, die bereitet mir echt Kopfzerbrechen. Also die hat echt den Teufel gesehen. Als wir die Route an der schwarzen Wand eingerichtet haben, da lag das ganze Tal, also die Wand, die schwarze Wand, vollkommen im Dornröschenschlaf. Es gibt eine ganz klassische Route, die, glaube ich, so Ende der 60er Jahre erst begangen wurde. Aber das war die einzige Tour, die wirklich durch die Wand führte zu diesem Zeitpunkt. Und daher war das wie ein Schlaraffenland. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, warum die Wand noch keine andere Route aufweist. Also diese Erstbegehung an der schwarzen Wand, das ist wirklich eine rein persönliche Geschichte. Ich muss keinem mehr was beweisen, aber ich muss mir selber noch was beweisen. Wir haben diese Erstbegehung an der schwarzen Wand vor 17 Jahren eingerichtet. Und wir haben das ganze Projekt extrem unterschätzt. Als wir dann vor 15 Jahren angefangen haben, die ersten Rotpunktversuche zu machen, haben wir festgestellt, dass eine Seillänge, vor allem eine Passage, eine Stelle, die ist wirklich so knallhart, das ist so ein Boulderproblem, dass alles zusammenkommen muss, damit wir die schaffen. Wir haben dann schon gemerkt, dass wir da viel, viel mehr Aufwand betreiben müssen. Und so sind halt dann auch die Jahre so ein bisschen ins Land gegangen. Auf der einen Seite waren dann wieder Expeditionen dazwischen, dann haben wir es wieder verworfen, dann sind wir wieder ein bisschen mit mehr Motivation hier hochgegangen und haben es intensiver probiert. Aber irgendwie war da noch nie so richtig zu 100% der Fokus drauf gelegen. Da muss ich wirklich mich hundertprozentig darauf konzentrieren. Und dieses Jahr, 2020, soll es eigentlich soweit sein. Die ersten Seillängen sind schon richtige gute Warm-ups, so im oberen achten Schwierigkeitsgrad. Und dann kommt die Schlüsselseillänge und ich würde mal sagen, die ist wahrscheinlich so im unteren 11. Schwierigkeitsgrad. Ach komm, hey! Zap! Es ist sehr, sehr komplex, nicht nur klettertechnisch, sondern auch mental, weil es ist wirklich so, dass du an die Schlüsselstelle rankletterst und genau weißt, dass du jetzt bei jedem Zug eigentlich runterfallen kannst. Ich will einfach feststellen, ob ich noch in der Lage bin, so viel Energie und so viel Konzentration zu bündeln, um so ein Projekt auch noch abzuschließen. Und vor allem finde ich es
großartig, dass sie mich trotzdem noch für so ein Projekt begeistern kann. Und das freut mich, dass ich diesen jugendlichen Spirit immer noch in mir trage. Und das macht mir Hoffnung.